Jetzt geht's weiter. Und zwar mit weiteren Elementen der Notation. Und da möchte ich als erstes weitere Element die sogenannten identifizierenden Beziehungstypen erwähnen oder Ihnen zeigen. Und zwar ist das dieser senkrechte Strich hier unten. Wenn Sie erstmal das Diagramm schauen, ja, dieser senkrechte Strich hier, das ist was Neues. Das hatten wir bisher noch nicht. Wir hatten bisher immer diese horizontalen Linien hier, die gestrichelt sein können, durchgezogen sein, ja. Und was wir jetzt hier haben, ist ja eine 1 zu 1 Beziehung, ein 1 zu 1 Beziehungstyp, der obligatorisch auf beiden Seiten ist, ja. Sie sehen, dass der Entitätstyp Student, ja, der hat ja einen Primärschlüssel, die Matrikelnummer. Der Entitätstyp Adresse hier, der hat aber keinen Primärschlüssel hier. Der wird in gewisser Weise als so eine Art Adresse, als so eine Art Wert mehr oder weniger aufgefasst. Aber dadurch, dass ich hier sage, die Adresse wird identifiziert durch den Student. Das ist sozusagen das, was dahinter steckt, ja, unter diesem Begriff identifizierende Beziehungstypen, dass ein Entitätstyp identifiziert wird durch einen Beziehungstyp. Das hat zur Folge, dass Adresse auch Matrikelnummer als Primärschlüssel erhält. Ja? Dadurch, dass Adresse hier das denselben Matrikel, denselben Primärschlüssel hat, nämlich die Matrikelnummer, und Matrikelnummer obligatorisch sind, ist das Ganze eine obligatorische 1 zu 1 Beziehung. Ja? Wenn etwas Fremdschlüssel und Primärschlüssel gleichzeitig ist, dann bedeutet es ja, dass der Fremdschlüssel eindeutig sein muss. Und wenn der Fremdschlüssel eindeutig sein muss, dann ist es keine 1 zu n Beziehung mehr, wie im allgemeinen Fall, sondern eine 1 zu 1 Beziehung. Ja? Also, identifizierende Beziehungstypen sind spezielle Beziehungstypen, über die Entitäten identifiziert werden können. Sie werden durch einen senkrechten Strich am Beziehungsende gekennzeichnet. Und in dem Beispiel das habe ich ja gerade erläutert, wie das zu verstehen ist. Ja? Das ist sozusagen ein neues Element. Und dieses Element der identifizierenden Beziehungstypen hat auch bestimmte Auswirkungen, und mit denen kann man auch bestimmte andere Konzepte erfassen und behandeln, nämlich die sogenannte Transferierbarkeit und die sogenannte Existenzabhängigkeit. Ich gehe erstmal in das Thema Transferierbarkeit hinein und diskutiere das anhand von Beispielen. Konzentrieren Sie sich erstmal hier auf die linke Seite. Ja, wir haben also einen Entitätstyp Kunde, wir haben einen Entitätstyp Kundenkategorie und ich habe hier eine Extension. Und in dieser Extension sieht es so aus, wir haben drei Kunden. Zwei Kunden gehören zu dieser ersten Kategorie und der dritte Kunde gehört zur zweiten Kategorie. Als Kategorien können Sie sich vorstellen, Standardkunden, ja, das wären hier 1 und 2, das wären so die normalen Standardkunden. Und der dritte hier, das wäre jetzt so ein Goldkunde, ja, oder ein VIP-Kunde, was sich eben die Marketingleute so Feines ausdenken, um Kundenbindung zu verbessern, ja, in den entsprechenden Kategorien. Und eine Operation, die man jetzt auf diesen Datenbestand ausführen könnte, wäre, dieser zweite Kunde hier, der Fremdschlüssel, der wird umgesetzt auf die andere Kundenkategorie. Also ein Kunde kriegt jetzt sozusagen ein Upgrade, was die Kategorie angeht. Der wird von Standardkunde befördert zum Goldkunden. Ja? Und das hat aber keinerlei Einfluss auf die Identität des Kunden selber. Der Kunde ist eigentlich der gleiche geblieben, nur diese Information zu seiner Kategorie hat sich geändert. Jetzt schauen wir uns dasselbe an hier beim Thema Raum. Also, wenn Sie sich das Diagramm hier anschauen, das ist erstmal dasselbe. Wir haben eine 1 zu n Beziehung, ja, hier ist sie obligatorisch, dort ist sie optional, ja, vom Raum zu Gebäude. Und ich habe auch ein gleiches Instanzbild gezeichnet, ja, also hier zwei Räume, die in einem Gebäude sind, und hier gibt es einen dritten Raum, der im anderen Gebäude ist. Aber dass man jetzt einen Raum in ein anderes Gebäude transferiert,
Das macht inhaltlich keinen Sinn. Ja, das sowas würde jetzt sozusagen der Bedeutung von Gebäuden widersprechen. Ja, und deswegen möchte man das nicht erlauben. Ja, das heißt, dass ich das nicht so umbiegen kann. Zumindest kann ich das nicht, den Fremdschlüssel nicht so umbiegen unter Beibehaltung der Identität. Wenn ich also diesem Raum eigentlich einfach sage, ich gebe dem eine neue Identität und nutze, ich sag mal sozusagen, die Datenzeile dieser Rauminformationen möchte ich wieder verwenden, ja, aus welchen Gründen auch immer, dann kann ich das tun, aber ich gebe dem Datensatz eine andere Identität und dann ist es logisch gesehen ein anderer Datensatz, das ist kein Transfer. Ja, aber das ist jetzt so doch sehr, 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 sehr fummelig, würde ich sagen. Ja, gedanklich steckt in jedem Falle dahinter, ich lösche den alten Raum, ich lösche einen Raum und ich lege einen neuen Raum an. Und die haben jetzt in gewisser Weise keine Beziehung zueinander. Ja, solche Situationen der Nicht-Transferierbarkeit, die hat man einfach an der einen oder anderen Stelle. Und dann ist es günstig, wenn das Datenbanksystem diesen strukturellen Aspekt managen kann. Ja, Sie müssen sich ja immer vor Augen halten, dass es bei diesen Datenmodellen ja darum geht, strukturell die so zu bauen, dass sie A, die Realität repräsentieren, dass sie aber natürlich flexibel genug sind, alle möglichen Ausprägungen der Realität abzubilden. Andererseits aber sollen sie möglichst nicht erlaubte Datenbankzustände verhindern. Ja, und je besser das ein Modell kann, desto höher ihre Datenqualität. Dieses Beispiel mit den Räumen, an dem wir jetzt diese Nicht-Transferierbarkeit gesehen haben, das Beispiel kann man eben halt auch noch anders betrachten, nämlich dass hier eine Existenzabhängigkeit vorliegt. Das bedeutet, der Raum hängt von dem Gebäude ab, in dem er sich befindet. Und wenn ich das Gebäude zum Beispiel rauslöschen würde, dann kann es den Raum mit dieser Identität nicht mehr geben. Und sowohl jetzt Transferierbarkeit als auch eben halt Existenzabhängigkeit lassen sich durch dieses Konzept der Identifizierung abbilden. Und wenn wir uns das jetzt hier anschauen, wenn wir nochmal wieder zurückgehen hier an das erste Beispiel, da hat der Adresse jetzt ja überhaupt keinerlei Schlüssel und es hat die Matrikelnummer als Schlüssel bekommen. Bei diesem Thema der Existenzabhängigkeit, da ist es jetzt folgendermaßen. Also das Gebäude hat einfach seine Gebäudenummer als Primärschlüssel und der Raum hat auch seine Raumnummer als Primärschlüssel, ja. Aber dadurch, dass hier dieser senkrechte Strich existiert, bekommt der Raum einen zusammengesetzten Primärschlüssel, der sich nämlich aus Raumnummer und Gebäudenummer zusammensetzt. Das passiert im Grunde genommen, wenn ich also jetzt den relationalen Code erzeugen würde, hierfür für den Raumentitätstyp, dann würde die Gebäudenummer als Teil des Primärschlüssels mit existiert. Ja? Also ein Raum wird durch die Kombination von Gebäudenummer und Raumnummer existiert. Und jetzt ist es klar, wenn ich die Gebäudenummer eines Raumes ändern würde, aus welchen Gründen auch immer, dann ändert sich ja der Primärschlüssel. Und damit hat sich die Identität geändert. Ja? Und umgekehrt, wenn ich jetzt hier ein Gebäude hier löschen würde, ja, und ich will irgendwie diesen Raumdatensatz, diese Gebäudenummer irgendwie umbiegen, dann ist es ja nicht mehr der gleiche Raum, weil sich dessen Identität geändert hat. Und das, wie ich gerade schon beschrieben habe, würde ja einer Löschung und eines Neuerstellen eines Datensatzes gleichkommen. Und das bedeutet, ein Raum kann nicht mehr existieren, wenn dessen Gebäude gelöscht wird. Ja? Damit ist eben halt auch diese Existenzabhängigkeit verbunden. Und das ist auch etwas, was man natürlich, was man in verschiedenen Anwendungskontexten dann haben möchte. Kommen wir zu einem, oder ich frage Sie jetzt erst nochmal, sind Fragen hier zu dem Konzept der Identifizierung von Ihrer Seite? Ja, ich habe
Ich hätte eine Frage, Herr Klassen. Der senkrechte Strich, der bedeutet einfach nur, dass wir sagen, der Raum kann nicht ohne das Gebäude existieren. Habe ich das richtig verstanden? Ja, das ist sozusagen der Effekt, der entsteht. Ganz technisch gesehen passiert Folgendes: Diese Gebäudenummer hier, ja, die Sie in der Tabelle Gebäude oder im Entity-Typ Gebäude sehen, die wandert rüber auch in der, also die taucht auch in der Tabelle Raum auf. Ja, in diesem Diagramm natürlich nicht, weil das ja jetzt auf der abstrakteren Ebene beschrieben wird. Aber wenn ich mir die darunterliegenden Tabellen, also die am Ende des Tages ja entstehen, anschauen würde, dann wäre die Gebäudenummer Teil der Raumtabelle. Ja, das ist sozusagen der primäre Effekt und der andere ist sozusagen dann, was dann daraus folgt. Kann man das dann als Hierarchie irgendwie begreifen? Weil ja, wenn ich einen Raum lösche, dann existiert das Gebäude ja trotzdem noch, oder? Ja, ob man das jetzt, ja, das ist, also in diesem Falle ist es ja so eine Enthaltenseinsbeziehung. Die kann man als eine Hierarchie natürlich auffassen. Also physisches Enthaltensein ist immer ganz klare Kennzeichnung eben von Existenzabhängigkeit auch. Ja. Also in diesem Falle würde das Sinn machen, das so zu betrachten. Weitere Fragen dazu? Okay, dann kommen wir zum nächsten Konzept, und zwar zum Konzept des sogenannten Assoziationstypen. Und auch hier spielen sie können eine Rolle spielen, die identifizierenden Beziehungstypen, sie müssen aber nicht da unbedingt eingesetzt werden. Ja? Schauen wir uns erstmal das Beispiel an. Und ignorieren Sie erstmal den Text hier und ignorieren Sie auch erstmal diesen Entity-Typ hier Bewertung in der Mitte, sondern konzentrieren Sie sich erstmal nur auf das Modul und den Studenten, ja. Das haben wir ja schon diskutiert, dass ein Student beliebig viele Module belegen kann. Ein Modul kann von beliebig vielen Studierenden belegt werden. Also haben wir eine N-zu-M-Beziehung. In diesem Falle ist dieser Beziehungstyp aber irgendwie, der soll die Bewertung, ja, also wir können die Belegung repräsentieren, wir können aber auch die Bewertung zum Beispiel als N-zu-M-Beziehung repräsentieren. Man kann das auch als ein Konzept modellieren, wenn man will. Ich habe das jetzt hier mal so modelliert, als dass ich diese N-zu-M-Beziehung als Bewertung Beziehungstyp betrachten möchte. Und dann hat aber dieser Beziehungstyp hat ein Attribut. Und die Beziehungstypen, ja, die wir uns ja bisher angeschaut haben, ja, also diese hier, ja, diese ganzen Möglichkeiten, die wir haben, die sehen jetzt nicht vor, dass man da ein Attribut dran heften kann, an den Beziehungstyp hier, an den N-zu-M, kann man nicht direkt ein Attribut dran heften. Das ist diese Notation, die wir jetzt hier verwenden. Es gibt andere Notationen, wo das durchaus möglich ist, ja. Aber in dieser Modulation, die wir verwenden, ist das nicht der Fall, ja. Was man dann macht, ist, und im Grunde genommen ist das auch eigentlich ein ganz sinnvolles Vorgehen, das so zu tun. Und deswegen finde ich diese Notation, dass die Beziehungstypen selber keine Attribute haben, eigentlich sogar sehr gut. Die Sichtweise, die man jetzt ja hat, ist, dass dieser Entitätstyp, ja, sowohl den Charakter eines Beziehungstyp als auch eines Entitätstypen hat. Und das ist sozusagen das Wesen von Assoziationstypen. Assoziationstypen sind Entitätstypen, die den Charakter eines Beziehungstyps haben. Ja? Und durch diese Doppelnatur, Entitäts- und Beziehungstyp, ermöglichen sie die Repräsentation von Beziehungstypen mit Attributen. Ja, also diese Bewertung ist in gewisser Weise, also dieser Assoziationstyp repräsentiert einerseits eine Beziehung, aber andererseits repräsentiert er auch eben halt einen Entitätstyp. Und durch diese Doppelnatur können wir das jetzt abbilden, was wir abbilden wollen. Ja, wenn Sie also in der Modellierung sind, Sie werden diese Assoziationstypen überall antreffen. Ja, die sind tauchen dauernd auf und dann ist es eben auch ganz günstig, wenn man sie als solch kennzeichnen kann, ja, und wenn man in der Modellierung sagen kann, ich baue jetzt hier mal einen Assoziationstyp. Gucken wir uns nochmal wieder das Beispiel hier an, ja, VHS-Modell. Diese Seminardurchführung hier,
Das ist ein klassischer Assoziationstyp, den wir haben. Ja? Der verbindet Dinge, aber er ist auch selber irgendwie eine Art Objekt. Und sowas haben wir ganz oft. Schauen wir uns dieses konkrete Beispiel hier mal an. Und hier sehen wir jetzt unsere identifizierenden Beziehungstypen, die hier ins Spiel kommen. Ja, wir sehen das hier, wir haben die senkrechten Striche. Und was würden Sie sagen, was bedeutet das jetzt? Dass hier, also was ist der Primärschlüssel einer Bewertung? Die Kombination aus dem Primärschlüssel vom Lehrmodul und dem Primärschlüssel vom Studenten. Genau so ist es. Ja, weil er wird identifiziert, die Bewertung wird identifiziert durch das Modul und durch den Studenten. Also haben wir die Kombination Modulnummer, Matrikelnummer. Das ist sozusagen der Primärschlüssel der Bewertung. Ne? Und wir sehen auch, dass wir die N-zu-M-Beziehung hier abgebildet haben. Denn ein Lehrmodul zu einem Lehrmodul kann es viele Bewertungen geben. Und auch ein Student kann viele Bewertungen haben. Ja? Und wenn wir das aus Sicht der Bewertung betrachten, jede einzelne Bewertung bezieht sich auf ein Lehrmodul und einen Student. Ja? Aber derselbe Student kann ein anderes, zweites Bewertungsobjekt haben, ja, für ein anderes Lehrmodul. Und das können wir uns einfach auch mal anschauen hier wieder in dem Instanzenbild. Ja, ich habe also jetzt hier Mayan Nguyen Özdem. Dann habe ich hier PROC 1, BWL, ja, und dann habe ich hier die Bewertung. Und Sie sehen zum Beispiel, dass hier Meyer hat eine 1,7 in PROC 1 und Meyer hat aber ist über ein anderes Bewertungsobjekt mit BWL verbunden und hat dann eine 1,3, ja. Sie sehen, Meyer ist mit zwei Bewertungen, mit zwei Lehrmodulen verbunden. Auf der anderen Seite, wenn ich jetzt PROC 1 nehme, das ist mit Meyer verbunden und ist hierüber mit Nguyen verbunden. Also gibt es ein Lehrmodul, was eben halt mehrere mit mehreren Studierenden verbunden ist. Also wir sehen die N-zu-M-Beziehung. Und wir sehen jetzt auch, dass es sinnvoll ist oder ja, wirklich einen Vorteil hat, dass der Primärschlüssel zusammengesetzt ist. Wenn ich jetzt dem Assoziationstyp hier, der Bewertung, einen eigenständigen Schlüssel gegeben hätte und dann nicht mehr diese identifizierenden Beziehungstypen gewählt hätte, dann hätte ich Folgendes machen können. Dann hätte ich, ich tue es einfach mal, ja, ich lösche es danach aber dann wieder weg. Hätte ich Folgendes machen können, ja. Ich hätte hier irgendwie, eine, was weiß ich, 2,3 hier eingeben können, ja, in der Bewertung. Und dann hätte ich Folgendes machen können. Ich hätte hier, da und das machen können. Dann hätte Meyer einmal eine 1,7 in PROC 1 und einmal eine 2,3 in PROC 1. Und das wäre ja eine Inkonsistenz. Welche Note hat er denn jetzt? Wenn ich dagegen nur, also der Primärschlüssel aus dem Lehrmodul und aus dem Studenten zusammengesetzt ist, dann kann es für diese Kombination nur einen Datensatz geben. Ja? Also ganz, das hier wäre jetzt eben nicht dann mehr erlaubt. Ja? Okay, ja. Also das sind unsere Assoziationstypen, die wir jetzt hier haben. Es gibt etwas, was eben dann diese Assoziationstypen eben halt auch ermöglichen, nämlich mehrstellige Beziehungstypen. Man muss jetzt die Kardinalität, dass wir eine 1-zu-n-Beziehung oder eine n-zu-m-Beziehung haben, das bezieht sich ja immer auf zweistellige Beziehungstypen, also wo wir eine linke und eine rechte Seite haben, ja, wo wir zwei beteiligte Entitätstypen haben. Aber manchmal hat man auch eben halt Assoziationstypen, die mit mehr als zwei Entitätstypen verbunden sind und dann nennt man das mehrstellig. Ja, also der Standard ist immer zweistellig in der Notation und wenn wir einen mehrstelligen Beziehungstyp haben wollen, das hat wie gesagt, nichts mit der Kardinalität zu tun, sondern das sagt einfach nur aus auf der Typebene, wie viele
Beteiligte man hat, ja, dann geht das durch den Assoziationstyp. Und wenn wir wieder unser Modell hier anschauen, dann sehen wir, dass die Seminardurchführung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, das sind siebenstelliger Beziehungstyp in der Hinsicht. Ja? Das ist also Mehrstelligkeit versus Zweistelligkeit. Der Standard ist, wie gesagt, immer die Zweistelligkeit. Ja? Und ganz generell kann man das so machen, wenn ich einen N-zu-M-Beziehungstyp habe, jetzt ohne Attribute, dann kann ich den immer so umwandeln, dass ich hier 2-1-zu-N mache und dann eben halt einen Entitätstyp. Ja? Wenn man jetzt keine Attribute hat, dann kann man natürlich direkt die N-zu-M-Beziehung zeichnen. Aber sobald man ein Attribut hat für den Beziehungstyp, dann kann man die Übersetzung so vornehmen und dann kann man hier die Attribute eintragen. Das ist also das Konzept des Assoziationstypen. Fragen von Ihrer Seite dazu? Kommen wir zum nächsten Konzept. Wertetypen, sogenannte dynamische Domänen. Und zwar hat man es häufig mit Aufzählungen von Werten zu tun. Zum Beispiel Anreden, Herr, Frau, Titel, Professor, Doktor und so weiter. Veranstaltungsform, Vorlesung, Übung, ja? Kundenkategorie, Normalkunde, Goldkunde, VIP. Ja? Das taucht immer wieder auf, dass man eine Liste von Werten hat und man möchte sicherstellen, dass nur Elemente dieser Liste in irgendeiner Weise verwendet werden. Ja, wir hatten das schon bei den Raumtypen, ja, als wir die Raumverwaltung hatten, dass wir Seminarräume hatten, PC-Raum. Ja. Und das, um das sicherzustellen, kann man Folgendes machen. Man baut einfach eine Tabelle, die heißt zum Beispiel Veranstaltungsform und die hat einfach eine ID und eine Bezeichnung. Und man würde in Instanzen Nummer 1 würde man jetzt sagen, Veranstaltungsform Vorlesung, Nummer 2 Übung, ja, und so weiter und so fort. Entsprechend Titel, ja, Nummer 1 Professor, Nummer 2 Doktor und so weiter und so fort. Und das nennt man eine dynamische Domäne. Sie kennen das alle, wenn Sie irgendwelche Web-Anwendungen verwenden, also wenn Sie sich zum Beispiel irgendwo registrieren, ja, für irgendeinen Service oder so, dann haben Sie meistens so Auswahlfelder, ja, wo Sie auswählen können aus einer bestimmten Menge von Werten, ja. Und wenn man diese Auswahlfelder, wenn man die Daten, dieses Auswahlfeld in einer eigenständigen Tabelle einfach aufführt, ja, dann kann man das eben halt sehr schön auch programmtechnisch umsetzen und man hat damit im Grunde genommen eine dynamische Domäne dann vor sich und das auch so abgebildet, ja. Also sämtliche Aufzählungen, also Kombiboxen oder wie auch immer sie heißen, diese Auswahlfelder, die man eben halt in irgendwelchen Registrierungsformularen oder was welchen Formularen auch immer hat, ja, die würde ich persönlich immer in dynamische Domänen übersetzen. Es gibt allerdings auch etwas, das nennt sich statische Domäne. Nimmt man die möglichen Werte, die packt man in so ein Check-Constraint hinein. Man sagt einfach, in dieser Spalte wird überprüft, ob der Wert 1 ist, ob sozusagen die Alternative 1 da gespeichert wurde oder die Alternative 2 oder die Alternative 3. Ja, das kann man auch machen. Es hat aber einen großen Nachteil. In dem Moment, wo Sie ein neues Element in der Liste brauchen, müssen Sie das Datenmodell ändern. Das ist etwas, was auf der Ebene des SQL-Codes stattfinden müsste. Währenddessen, wenn Sie dynamische Domänen haben, dann sind das ja Tabellen, in denen Sie Daten eintragen. Und das kann dann im Grunde genommen einfach als neuer Datenwert in eine Tabelle eingetragen werden. Diese dynamischen Domänen bieten sich natürlich oder haben auch enorme Vorteile, wenn man jetzt Geschäftsprozesse hat, in der eben halt verschiedene Bereiche, verschiedene Abteilungen auf den Daten arbeiten. Ein typischer Fall in Unternehmen ist eine sogenannte Stammdatenverarbeitung. Ja? Und da könnte man zum Beispiel Lieferantenklassen irgendwie
verwalten, was für Arten von Lieferanten es gibt, ja, A, B, C Lieferanten oder wie auch immer, ja, und das würde jetzt eben halt in der Einkaufsabteilung in irgendeiner Stelle verwaltet, würden die das verwalten, ja. Die würden dann, diese dynamische Domäne, wären dann dafür zuständig und verantwortlich, dass da die richtigen Werte reinkommen, ja. Und die können aber das auch dynamisch dann ändern, wenn sich neue Anforderungen ergeben, ja. Also, ja, ich persönlich nutze eigentlich fast immer dynamische Domäne, wenn ich Aufzählung habe, also dass ich meine statische Domäne daraus mache, kommt fast nie vor. Und ab und zu passiert es ja auch, dass man etwas, von dem man denkt, dass es absolut statisch ist, auf einmal doch dynamisch wird. Ja? Ein typisches Beispiel dafür ist Geschlecht. Ja, bis vor ein, zwei Jahren, ich weiß nicht genau, wann das Bundesverfassungsgericht da das Urteil dazu gesprochen hat, gab es männlich-weiblich. Das war irgendwie wie in Stein gemeißelt. Also hat man sozusagen in seiner Datenbank einfach das fest verdrahtet, männlich und weiblich. Ja, ja, jetzt gibt es auf einmal divers, kommt noch dazu. Ja? Also selbst etwas, was man als statisch annimmt, kann im Laufe der Lebensdauer von Systemen dynamisch werden. Wenn wir wieder unser Beispiel hier anschauen, ja, wenn wir also jetzt diese Bewertung hier anschauen, dann könnte man zum Beispiel auf die Idee kommen, dass ja diese Noten hier, die sind doch auch eigentlich festgelegt. Da gibt es 1,0, 1,3, 1,7, 2,0, 2,3 und so weiter und so fort. Ja? Und da gibt es keine 1,39 oder eine 1,6 oder sowas. Das gibt es als Note, ist sozusagen in der Prüfungsordnung gar nicht vorgesehen. Ja? Und um das jetzt zu verhindern, könnte man natürlich eine statische Domäne machen, dass man sagt, welche Zahlen sind da erlaubt. Oder man macht eben wirklich auch dafür eine dynamische Domäne, was eben den Vorteil hätte, wenn man irgendwann mal sein Notenspektrum ändert, was definitiv passieren kann, ja, dann ist man da auf der sicheren Seite. Und deswegen sehen Sie jetzt hier das Ganze Modell jetzt mit einer dynamischen Domäne, nämlich die Note. Ja, wir haben als Student, Bewertung, Lehrmodul, das ist wie vorher. Und dann gibt es hier die Note als dynamische Domäne und dann ist die Note mit der ID 1 ist die 1,0, mit der 2 ist eine 1,3, mit der 3 ist eine 1,7 und so weiter und so fort. Und dann wird in diesem Assoziationstyp, der wird dann dreistellig in diesem Falle, weil er eben halt auch auf die Note verweist. Ja? Die Identifikation erfolgt durch Lehrmodul und Student und die Note selber ist aber eben nicht identifizierendes Attribut, das will man ja gerade vermeiden, dass man da mehrere Noten hat für die gleiche Person und die gleiche Veranstaltung. Deswegen darf die Note jetzt hier nicht identifizierendes Attribut sein. Ja, jetzt, und damit ist jetzt aber sichergestellt, dass man nur diese Noten angeben kann, die auch möglich sind. Und das System kann auch eine Auswahlbox liefern, in der nur diese Noten drinstehen. Ja? Also wenn ich zum Beispiel in LSF Ihre Noten am Ende des Semesters eingebe, dann kriege ich eine Auswahlbox genau mit diesen Werten. Ja? Und wenn die LSF-Leute das vernünftig implementiert haben, dann haben sie daraus eine dynamische Domäne gemacht. Ja? Okay, ja. Gut, dann schauen wir uns das Ganze mal an einem größeren Beispiel an. Und zwar in diesem Beispiel Handelsunternehmen. Ich mache es hier nochmal ein bisschen größer. Ja, jetzt sehen wir mal wieder so ein typisches Modell hier. Und zwar ist Bestellungen, ja, das ist das Hello World, kann man sagen, der Datenmodellierung. Das ist sozusagen die Standardform des Datenmodells. Gehen wir einfach mal durch, so Schritt für Schritt, ja, und schauen uns an, was hier modelliert wurde. Also ich fange mal hier links an, in dem Entitätstyp Kategorie. Was sagen Sie, was ist das hier, Kategorie? Assoziationstyp, normaler Entitätstyp, dynamische Domäne. Diese Kategorien, das ist einfach eine Liste von Werten. Ich sage, jemand ist Goldkunde, jemand ist Standardkunde. Und ich möchte aber nicht irgendwie sagen, jemand ist XY-Kunde, ja, das soll ja eine feste Auswahl sein. Und deswegen bietet es sich an, mit der Nummer 1 Standard, mit der Nummer 2 Gold, mit der Nummer 3 VIP.
Und dann hat man die Kundenkategorien und das ist dann eine dynamische Domäne. Gehen wir zum Kunden über. Also ich habe jetzt natürlich, zum Kunde hat ganz, ganz viele Attribute, Adresse natürlich noch und noch diverse weitere Attribute, ja. Was sagen Sie? Dynamische Domäne. Also ein wichtiger Gesichtspunkt bei der Unterscheidung ist auch noch, dass diese in der dynamischen Domäne, dass man nicht zu viele verschiedene Werte hat, sondern dass das eigentlich gewisserweise eine überschaubare Menge von Werten ist, ja. 10, 20 oder so, da ist immer noch okay. Wenn das jetzt Hunderttausende von Werten sein können, dann ist es definitiv, wird man sich mehr als dynamische Domäne betrachten. Also Kunde, dynamische Domäne, Assoziationstyp oder normaler Entitätstyp? Ja, das ist dann auch ein normaler Entitätstyp. Ja, das wäre jetzt normaler Entitätstyp. Und der hätte natürlich auch noch weitere Attribute, während die Kategorie, die hat eigentlich nur die Bezeichnung, die hat keine weiteren Attribute mehr, ja? Also das ist normaler Entitätstyp, ganz klar. So, dann gucken wir uns den Beziehungstyp an. Kann es zu einer Kategorie viele Kunden geben? Logisch, ne? Ja. Klar. Ein Kunde, kann der mehreren Kategorien angehören? Macht das Sinn? Nein. Das macht jetzt keinen Sinn, ja? Die Kategorisierung hier, sie sollte eindeutig sein. Jeder Kunde gehört zu einer Kategorie. Also, Krähenfuß beim Kunden, 1 bei der Kategorie, durchgezogene Linie bei der Kategorie. Könnte es Kategorien geben, zu denen es noch keine Kunden gibt? Ja, auf jeden Fall. Klar, denn die Marketingleute denken sich immer mal wieder was Neues aus, ne? Und die sagen, ach, jetzt machen wir eine neue Kategorie, ja? Aber da gibt es noch keine Kunden, die dazugehören. Also gestrichelt bei der Kategorie. Ein Kunde, muss der zu einer Kategorie gehören? Klar, sonst würde diese ganze Kategorisierung keinen Sinn machen. Ja, jeder Kunde muss eine Kategorie haben, deswegen durchgezogen. Also das Ding ist in Ordnung. Gehen wir zur Bestellung über. Vielleicht gehen wir jetzt mal von der logischen Seite, zäumen wir das Pferd auf. Ich mache jetzt erstmal den Beziehungstyp jetzt hier, gucken wir uns erstmal an. Ein Kunde, kann der viele Bestellungen haben? Naja, klar, ne? Brauche ich nicht zu fragen, das ist ja offensichtlich. Eine Bestellung gehört auch nur zu einem Kunde, das haben wir im Grunde genommen, haben wir letzte Woche oder vorletzte Woche, haben es ja auch schon mal diskutiert. Ja, also es ist irgendwie 1:N auf jeden Fall zwischen Kunde und Bestellung. Ja, eine Bestellung gehört nicht zu mehreren Kunden, ja, das jedenfalls so im Standardgeschäft. Wenn man Streckengeschäft hat, dann sieht es wieder anders aus, aber jetzt, ich nehme jetzt mal Standard B2C, also Business to Customer Geschäft, ja. Deswegen 1:N. Könnte es Kunden geben, die noch keine Bestellung haben? Würde sowas Sinn machen? Was würden Sie sagen? Was könnte da für ein Beispiel sein? Kunde, den man in der Kundendatenbank hat, der aber eigentlich noch nicht so richtig Kunde ist, weil er noch nichts bestellt hat. Das hatte ich schon ganz häufig, dass ich mich in einem Shop registriert habe, aber noch gar keine Bestellung ausgegeben habe. Genau. In dem Moment, wo Sie sich registrieren, zum Beispiel für ein Newsletter. Oder das Unternehmen kauft Marketing, kauft Adressen. Dann sind die in der Datenbank als potenzielle Kunden, die sind dann aber natürlich geflaggt als Kunden, die jetzt noch nichts bestellt haben oder die noch nicht besonders behandelt werden. In jedem Falle will man die schon speichern, weil man ja die Marketingaktion über die Datenbank natürlich steuern möchte. Deswegen können da viele Datensätze drin sein, wo es noch keine Bestellung dazu gibt. Auf der anderen Seite, wenn ich eine Bestellung getätigt habe, dann darf die nicht im freien Raum schweben. Man muss wissen, zu welchem Kunden sie gehört. Deswegen muss es hier durchgezogen sein. Ja, ist klar. Bestellung, Entitätstyp, normal oder Assoziation oder? Ein ganz normaler Entitätstyp. Ganz normaler Entitätstyp, ja. Ja. Auch Bestellung hätte noch mehrere Attribute. Jetzt schauen wir uns mal logisch gesehen erstmal wieder die Beziehung zwischen Bestellung und Artikel an. Ja, und bei Artikeln müssen wir jetzt wieder genau sein. Was meinen wir mit einem Artikel? Meinen wir das, was auf dem Lager liegt, oder meinen wir das, was in dem Katalog drin steht? Ja, und hier ist das gemeint, was im Katalog drin steht. Also
wenn Sie auf Amazon gehen, was auf der Website irgendwie Ihnen gezeigt wird, was Sie da Schönes kaufen können. Ja? Kann dann ein Artikel zu mehreren Bestellungen gehören unter dieser Sichtweise? Ja. Klar, weil mehrere Leute das natürlich, dieses heiß begehrte Teil da bestellen könnten. Ja? Irgendein Bestseller oder so. Können dann ganz viele sogar bestellen. Also ein Artikel kann zu vielen Bestellungen gehören, aber an einer Bestellung, das haben wir schon diskutiert, kann ich ja sozusagen viele Artikel in einem Rutsch gleich bestellen. Die werden dann auch zusammen geliefert, ja. Also haben wir eine End-zu-End-Beziehung. Und in dem Moment, wo wir Richtung End-zu-End gehen, dann sollte schon mal was klingeln in Richtung möglicherweise Assoziationstyp, denn wenn dieser End-zu-End-Beziehungstyp Attribute hat und dieser Zusammenhang zwischen Bestellung und Artikel hat definitiv ein Attribut, nämlich die Bestellmenge. Und schon haben wir eine Bestellposition, ja, und das ist jetzt hier ein Assoziationstyp. Ja, weil es eine End-to-End-Beziehung zwischen Artikel und Bestellung repräsentiert, auf der anderen Seite aber eben ein eigenständiges Objekt, in dem die Bestellmenge ist. Wir haben, ich habe jetzt hier eine spezielle Modellierung gewählt für die Identifikation. Vielleicht kann jemand von Ihnen noch mal beschreiben, wodurch eigentlich jetzt eine Bestellposition identifiziert wird. Dann noch? Ist der angesetzte Primärschlüssel die Bestellnummer und die Positionsnummer. Ja, so ist es. Ja, Sie sehen, Positionsnummer hat hier das Hashmark davor, also ist Positionsnummer Bestandteil des Primärschlüssels. Auf der anderen Seite ist es ein identifizierender Beziehungstyp, der hat hier, ist über die Bestellung identifiziert. Das heißt, ich kann eine Bestellnummer haben, was weiß ich, die Bestellnummer 100 und dann kann ich die Positionsnummer 1 auf der Bestellung 100 haben und die Positionsnummer 2 auf der Bestellung 100, ja? Und ich kann eine Bestellung haben, die mit der Nummer 200 und da kann ich auch eine Positionsnummer 1 und eine Positionsnummer 2 haben. Da das ja ein zusammengesetzter Primärschlüssel ist aus der Bestellnummer und der Positionsnummer, ist alles gut, dass in unterschiedliche Bestellpositionen mit unterschiedlichen Schlüssel werden. Ja, und in diesem Falle ist es so modelliert. Also man muss genau hinschauen, was sagt das Modell, ja, um zu beurteilen, ist zum Beispiel das jetzt richtig oder nicht. Herr Weimann hatte sozusagen, was er gesagt hatte, wäre prinzipiell auch eine Möglichkeit, eine Identifikation vorzunehmen, wobei allerdings die Menge nie Bestandteil der Identifikation wird. Das auf jeden Fall nicht, aber man könnte die Bestellnummer und die Artikelnummer nehmen. Zusammen und das zu einer Identifikation machen, das wäre auch denkbar. Ja, da gibt es manchmal verschiedene Möglichkeiten, wie man das machen kann. Ja, dann würde es so aussehen, eben halt hier wie bei der Bewertung. Ja, da haben wir ja auch Lehrmodul Student, das war jetzt hier zusammengesetzt und es wäre tatsächlich auch hier möglich, Artikelnummer und Bestellung dazu nehmen. Ja, wenn ich diese Identifikation hier wählen würde, also Artikelnummer und Bestellnummer, das so zusammensetzen würde, dann könnte jeder Artikel nur ein einziges Mal auf einer Bestellung erscheinen, was im Normalfall auch sicherlich sinnvoll ist. Ja? Aber wenn man sich vorstellt, man hätte, nehmen wir mal an, Sie kaufen irgendetwas und da gibt es Sie wollen da mehrere von kaufen und zwei gibt es noch sozusagen, die normal sind und es gibt so ein Ausstellungsstück oder so, irgendwie was oder irgendwo was schadhaft ist, ja, dann könnte man gegebenenfalls auf einer Bestellung denselben Artikel dann haben mit unterschiedlichen Preisen, ja, das würde in diesem Modell möglich sein. Also es hängt immer davon ab, wie die Realität jetzt ist, die man da abbildet. Diese Modelle, die wir hier machen, sind sowieso prinzipiell viel zu einfach. Also die Realität ist immer viel komplexer als das, was wir jetzt hier machen können. Aber wir müssen ja erstmal überhaupt das lernen, was jetzt, was die Konzepte so hergeben. Ja? Und da gehen wir natürlich nicht gleich in die höchste Komplexitätsstufe rein. Okay, ja, da haben wir jetzt. Wir können mal kurz hier mal in die Instanzen reinschauen, ja, also ich habe das hier mal wieder so ein Instanzbild gemacht, ja, wir haben also eine Bestellung, wir haben hier zwei Datumswerte, 10.11. und 5.10., ja, also es sind hier
zwei Bestellungsobjekte mit unterschiedlichem Datum. Dann hat die eine Bestellung zwei Bestellpositionen. Ja. Und da steht jetzt die Menge drin, zum Beispiel drei Stifte und ein Radiergummi ist in dieser ersten Bestellung bestellt worden. Ja, und in der zweiten Bestellung sind zwei Radiergummi bestellt worden. Und Sie sehen, die Bestellung hier, da haben wir mehrere Artikel drauf, Stift und Radiergummi. Und das Radiergummi ist in mehreren Bestellungen, also es ist die N2M. Der N2M-Beziehungstyp ist hier auch ganz klar ersichtlich. Ne? Okay, dann schauen wir uns mal die Einkaufskonditionen an. Ich frage jetzt einfach erstmal so, Assoziationstyp oder nicht, ohne dass ich da jetzt hier großartig näher hineingehe. Langsam sollten Sie schon so ein leichtes Gefühl dafür entwickelt haben können, was es ist. Normaler Entitätstyp, Assoziationstyp, dynamische Domäne. Was ist es hier? Einkaufskondition? Dynamisch vielleicht? Nein. Assoziationstyp. Wenn Sie sozusagen so ein Ding sehen, wo so mehrere Pfeile abgehen und da sind identifizierende Beziehungstypen irgendwie dran, dann ist Assoziationstyp immer erstmal schon mal ein guter Ansatzpunkt. Ja? Wenn irgendwas abgeht aus dem Typ, kann es keine dynamische Domäne mehr sein. Ja? In dynamische Domänen gehen immer nur Beziehungen sozusagen rein in gewisser Weise. Ja? Also so 1-zu-n-Beziehungen. Aber es geht jetzt nicht irgendwie eine 1-zu-n-Beziehung raus, dann wäre es jetzt keine dynamische Domäne mehr. Na? Aber schauen wir uns an, warum ist es hier ein Assoziationstyp? Und zwar ist die Einkaufskondition wieder eine N-zu-m-Beziehung zwischen Artikel und Lieferant. Denn ein Lieferant kann viele Artikel liefern, klar, und es kann selber Artikel durch verschiedene Lieferanten geliefert werden. Ja, nehmen wir einen Früchte-Großhändler, da gibt es mehrere, die können Bananen liefern. Ja? Also der selbe Artikel Banane kann durch mehrere Lieferanten geliefert werden. Ist also durchaus möglich. Ne? Und dieser Beziehungstyp, die kann man der hat natürlich wieder Attribute. Ja. Verkaufskonditionen, hier ist eine Frage, allerdings jetzt können die anderen nicht sehen, das ist im privaten Chat, aber ist egal. Kam die Frage, dass auf der Verkaufskondition Assoziationstyp, ja, auch. Bleiben wir erst nochmal bei der Einkaufskondition. Also N-zu-M-Beziehung zwischen Artikel und Lieferant und die hat aber Attribute, in diesem Fall sogar zwei, eine Dauer und Preis. Also Dauer ist die Lieferdauer und der Preis ist der, wie lange das dauert, ja. Also wenn mir so ein Lieferant Bananen in 5 Tagen liefert, dann kann er das vielleicht viel billiger machen, weil die schon teilweise verfault sind, ja. Da ist die Dauer höher und der Preis aber eben halt wesentlich niedriger. Und jemand, der eben halt viel schneller liefert, hat dann vielleicht einen höheren Preis. Ja, das ist sicherlich ein sinnvoller Zusammenhang, den man da haben kann. Aber in jedem Falle hat man beide Dinge. Ja, und manchmal muss man sich dann da entscheiden. Ja, wenn man jetzt eine Expresslieferung dann eben haben will von irgendwas, weil man eine Kundenbestellung bedienen möchte, um den Kunden möglicherweise nicht zu verärgern, dann nimmt man vielleicht einen höheren Preis in Kauf. Ja, für das gleiche Teil. Also ist das Thema Einkaufskonditionen. Diese N-zu-M-Beziehungstypen, ja, die könnte man natürlich erstmal grundsätzlich immer nur, man könnte die nennen Lieferantartikel, ja, oder Kategorieartikel oder so, ja, oder Artikelbestellung, ja. Aber ganz häufig, wenn man dann in Ruhe darüber nachdenkt, hat diese Assoziationstyp auch einen inhaltlich sinnvollen Namen. Und hier kommt man, wenn man darüber nachdenkt, wie man eigentlich diesen Zusammenhang zwischen Artikel und Lieferant nennen könnte, kommt man dann vielleicht auf den Begriff Einkaufskondition, dass das ist, ja. Ganz analog gibt es hier die Verkaufskondition. Es gibt allerdings einen Unterschied. Die Verkaufskondition, die bezieht sich auf eine Kundenkategorie. Es kriegt also nicht jeder einzelne Kunde seinen Preis, ja, sondern die Kategorie bekommt den Preis da würden jetzt die VIP-Kunden würden jetzt bestimmte Produkte dann einfach preisgünstiger sein als
für den Standardkunden. Ja, das Herr Klaassen, ja? Darf ich kurz eine Frage stellen? Ja, Sie können mich jederzeit unterbrechen. Danke. Wir haben jetzt ja die Einkaufskondition und die Verkaufskondition und die sind ja beide markiert durch diese identifizierte Beziehungstypen. Ja. Wie würde ich die denn jetzt dann markieren? Also wir hatten ja das Beispiel mit der Bestellposition, wo ich dann den Primärschlüssel aus der Bestellung habe, plus die Positionsnummer. Was ist jetzt, was kann ich jetzt hier ablesen aus der Darstellung? Mhm. Kann Ihnen das jemand beantworten? Also wir nehmen mal die Einkaufskondition. Was ist der Primärschlüssel der Einkaufskondition? Ist das einfach nur der Primärschlüssel vom Lieferant und Primärschlüssel von den Artikeln, wenn nichts weiter dasteht? Oder? Ja. So einfach ist es. Verkaufskondition, genau analog, ID von der Kategorie und Artikelnummer vom Artikel. Ja, da ist also jetzt, das ist sozusagen, können Sie direkt mal ablesen aus dem Diagramm. Sie nehmen einfach die eigenständigen Bestandteile des Primärschlüssel, Verkaufskondition und Einkaufskondition haben da keinen. Und dann nehmen Sie alle die Primärschlüssel der in Bezug stehenden Entitätstypen. Und das ist es dann. Gut. Dann vielleicht noch ganz kurz, also kann ich jetzt bei der Bestellposition ablesen, dass ich den Primärschlüssel, also durch diese identifizierende Beziehungstyp hin zur Bestellung, dass ich dann den Primärschlüssel von der Bestellung nehmen muss, aber dann den Schlüssel aus der Bestellposition ergänze und nicht, kann ich das so, liest man das so? Ja. Okay. Sie sehen, im Gegensatz zur Einkaufskondition hat die Bestellposition einen eigenen Schlüsselbestandteil, Postnummer, weil da so ein Hashmark davor ist. Und der setzt sich aber zusammen aus dem Primärschlüssel von Bestellung und dann der eigenen Position. Ja, ist richtig. Sie müssen das so sehen. Die Postnummer ist dabei. Also das, was hier steht, ist sozusagen dann dabei. Aber es ist dann nur ein Teil des Gesamtschlüssels und die BNR kommt noch dazu. Und das kann ich alles durch diese Linie ablesen, die vor den, wie nennen Sie das, Krähenfüßen steht. Genau. Oh, okay, super. Genau so geht's. Also es ist total schematisch, total simpel, ja. Einfach ablesen, was da steht. Und später, wir werden sehen, nächste Woche mache ich Übersetzung, ER-Diagramme eben halt in relationale Modelle. Dann sehen wir auch, wie das Tabellenmodell aussieht, wenn ich das erzeuge daraus. Aus solchen Strukturen. Okay, ja. Ich hoffe, das Modell ist so einigermaßen transparent geworden. Ja. Vielleicht eine Frage noch an Sie. Sollte es einen Beziehungstyp zwischen Einkaufskonditionen und Verkaufskonditionen geben? Habe ich den hier möglicherweise vergessen? Sollte ich den möglicherweise machen? Also Herr Ahmad sagt, das fände er gut. Ich frage mich gerade, ob das geht, wenn es beides Assoziationstypen sind. Geht, kann man auch machen. Aber also abgesehen davon macht es ja vom Logischen her, glaube ich, keinen Sinn. Also beziehungsweise es besteht ja kein zwingender Zusammenhang. Ja, genau. Das ist eine gute Beobachtung. Das ist nämlich tatsächlich so, dass es da ja gar keinen zwingenden Zusammenhang gibt. Was man natürlich immer erstmal so als erstes im Hinterkopf hat, dass man sagt, okay, Verkaufspreis ist Einkaufspreis plus x Prozent. Ja? Aber so einfach ist es natürlich ja nicht. Man könnte vielleicht sozusagen, dass zu einem bestimmten Zeitpunkt könnte man aus Einkaufskonditionen, Verkaufskonditionen generieren. Aber sobald Sie Rabattaktionen, Sonderaktionen und sowas haben, ja, ändern sich die Preise und dieser Zusammenhang besteht nicht mehr. Also das, da gibt es jetzt nicht wirklich einen richtigen logischen Zusammenhang, ja. Auf jeden Fall keinen, der in irgendeiner Weise strukturell abgebildet werden soll. Wenn, dann ist es über einen Algorithmus, gibt es da vielleicht einen Zusammenhang, ja. Aber der ist eigentlich auch nur für so eine Erzeugung dann sinnvoll, ja. Also wenn Sie jetzt, also nehmen wir mal an, Sie haben eine in einem ERP-System, also zum Beispiel in so einem SAP-System, Sie machen da Konditionenpflege und Sie haben Millionen oder Hunderttausende von Artikeln, ja, dann wollen Sie natürlich nicht für jeden Einzelnen da irgendwie was setzen, also brauchen Sie irgendwie etwas intelligentere Form, das zu tun. Und das könnte dann über Algorithmen abgebildet werden, ja. Aber wie gesagt, dann nicht strukturell. Deswegen kein Beziehungstyp dazwischen.